Herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter No Death Challenge. Es ist ziemlich lange her, dass wir jenes gemacht haben. Ja, Herbert, tut mir leid, aber du musst gehen. Das mache ich mal ganz kurz aus. Ja. Herbert haben wir leider verloren. I'm sorry. Herbert und Gerbert oder wie die Katze hieß. Es war ein schöner Arc. Leider hat es nicht lange gehalten. Sadly. Traurigerweise hat es nicht lange gehalten. Wir machen jetzt weiter im Monster Hunter No Death Run. Im dritten Versuch, diese Challenge zu schaffen. Ich werde, wenn ich es nicht vergesse, nach dem Stream die Bilder von den Charakteren noch posten. Denn ich habe damit nämlich noch was. Ich habe damit noch was vor. Ja. Bis jetzt zwei Leute gestorben durch den Anja, traurigerweise. Kann man leider nichts ändern. Und falls ihr auch einen Charakter haben wollt, dann könnt ihr mit Ausrufezeichen Name einen Token kaufen und könnt den nächsten Namen aussuchen. Dann seht ihr, ab Wort habe ich überhaupt nicht gefügt. Oh, genau das habe ich nämlich eigentlich gerade nachgesehen, schon noch, und ich habe es nicht richtig mehr angeschaut. Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Wunderbar. Ich dachte schon. Nein, okay. Ist ausgewählt. Ihr seht dann, was für ein Geschlecht es ist. Ich stehe dann auch dabei. Ich werde wahrscheinlich, falls wir es geschafft haben, ein Honorar-Video machen zu der Challenge. Es ist immer noch super. Es ist super. So. Ich würde sagen, ja, dann Mast und Schrotbruch. Ich hoffe, wir werden dieses Mal nicht wieder gegen den Anja sterben. Letztes Mal war das ja sehr unglücklich, sage ich mal, wie es passiert ist. Mit Herbert sind wir ja gestorben, weil der Anja uns gebissen hat und wir nicht weg konnten. Sehr traurig. Und mit Melody sind wir gestorben durch Feuer. Durch diesen Feuerstrahlangriff von ihnen, was auch sehr traurig ist. Obwohl wir ihn fast getötet haben, ne? Ich glaube, ich bin ehrlich, mit Melody wären wir noch weitergekommen, wenn der Fels nicht daneben gegangen wäre. Dann hätten wir vielleicht gewonnen, dann wäre das gar nicht passiert. Dann wären wir weiter. Dann wären wir jetzt schon beim, wer kommt noch an hier? Da wären wir bei Zora Magdoros wahrscheinlich gestorben. Aber wenigstens nicht bei Anja, ne? So, ich habe beide vergessen, was das Set war, was wir benutzen. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Jetzt ist natürlich Dave nicht da, der mir jetzt beantworten kann, welche Rüstung wir benutzen. Und wir machen gleich noch die Charakterstellung fertig. Und wenn ihr euch fragt, warum ich hier drüber rede, liegt klar, wir hören es jetzt zum dritten Mal. Beziehungsweise vierten Mal. Wir haben ja vorher die Leder-Challenge gemacht. Mal schauen. Miss Gard, Garufna. Ha? Tori, Ivana. Das ist eine Top-Auswahl. Ja, machen wir. Hey, Berus? Okay. Garufna, all three. Hey. Memory to the new cra. Ru. Bloody memory, Kadam Rock. Refatiro. The Dom Kikra. Gandor. Ich hoffe, wir weichen den Anja aus. Das ist mein einziges Bedenken. Aschi. The Dom Ass. Mirabe. Garf Rock. Luther Firwick. Lua, Lady Tidore? Nani? Nexa, Lord Lee Hall. Mimori, Kurt. Ja, die Wellen werden stärker. Lua, Garufi. Schauen wir, ob wir das noch hören werden. Annie?
Annie? Ich mag die Monster in der Stimme. Die Monster in der Voice. So, willkommen zum Opening, was wir schon 50 Mal gespielt haben. Ich freue mich immer wieder darauf. Achso, der nächste Charakter wird, weiß ich schon. Ich habe ja schon ausgelost, was die Charaktere kriegen. Hier vergessen. Ja genau, halt dich fest. Tschüss Palico. Tschüss. Ey, man muss sagen, das Schiff ist built different, ne? Eigentlich müsste es kaputt sein. So wie es auf diesen Stein da drauf geklatscht ist. Wer auch immer das zusammengezimmert hat, Respekt, Alter. Einfach Respekt. So. Well, wie ganz es ist, ne? Das ist auf genau auf die Mitte auf dem Stein geflogen. Juckt das Schiff nicht. Juckt es einfach nicht. Insane. Sollten sich einige Schiffe mal eine Scheibe abschneiden, ne? Vielleicht sollten wir einfach wieder auf die traditionellen Holzschiffe gehen, statt die komischen Metallschiffe. Kommt ein Eisberg, hast ein Loch drin. Super. Wäre mit einem Holzschiff nicht passiert. Die Titanic wäre nicht untergegangen, wäre sie als Holz gewesen. Da bin ich mir ganz sicher. Guck dir an, was dieses Schiff überlebt. Und es besteht nur aus Knochen und Holz. Und wir sind auf dem fucking Vulkan. Also bitte. Oh. Darf ich bitte spielen? Danke. Na komm. Ist interessant, dass dieses Feuer nicht interferiert mit einem. Das ist sehr interessant. Dann darf hier die rechte Seite hochgehen. Weil sonst die Bonobos uns treffen und uns runterschleudern und auf nach oben. Habe ich diese Intro-Szene vielleicht sehr oft gespielt? Ja. Aber Magdoros steht auf, wir können einfach schon nebenbei hochspammen, dann seid ihr nämlich schon fast oben und dann geht's einfach nur nach unten. Und dann haben wir das Intro eigentlich schon geschafft. Wunderschön. Und los geht's. Wo kommt dieser Feuerstrahl her? War der schon immer im Video drin? Ja, wunderbar. Da fliegen wir. Ich glaube, das ist ein Problem. Je öfter ich sterbe, desto mehr muss ich irgendwelche Screenshotten aus der Intro-Szene. Das wird dann irgendwann ein Problem. Irgendwann habe ich keinen Stoff mehr. Also Notiz an mich, weniger sterben. Desto weniger müssen wir auch das Intro sehen. Ich glaube, irgendwann gehe ich noch alle Sprachen durch. Irgendwann gehen wir einfach jede Synchronisation durch. War schon FSK 18, einfach mit einem Schritt der Frau landen. Versaut diese Leute von Capcom. Einfach nur versaut die Leute. Okay. Nun ja, damit beginnen wir unser Tutorial-Abenteuer wieder in diesem Spiel. Wunderbar.
Die Leute auf YouTube müsste es auch schon weit langweilig sein. Was ist denn das? Jemand muss hier ein Lager aufgeschlagen haben. Hey. Frag mich nur, wer. Naja. Ja, wir sind da gelandet. Warum er sie das weiß? Man kann sich schnell die Karte analysieren. Immer noch, der Weg von 1 zu 3 ist immer noch versperrt. Diese Schweine. Der, genauso wie der Weg, der ist auch zu, was keinen Sinn macht. Aber okay. Willkommen im uralten Wald. Sieht schon immer noch geil aus, wenn ich ehrlich bin. Da hinten ist ein Schiff. Vielleicht ist das Schiff, was wir benutzt haben. Aber seht ihr? Auch dieses Schiff da hinten, was auf dem Felsen ist, hält stand. Das verstärkt nur mehr meine Theorie, dass die Titanic nicht untergegangen wäre, wenn sie aus Holz gewesen wäre. Ich glaube, ich kann jetzt jedes Mal wieder einen Witz darüber machen. Oh nee. Metallboote sind einfach nicht gut. Ich glaube, die Weltexperte muss auch an Demenz erleiden, ne? Weil so viele Zeitlinien, wie die jetzt schon angegriffen worden ist von den Jokras, von den Yakras, ist schon auch erstaunlich, dass sie es noch nicht weiß, dass die da sind. Einfach Alzheimer. Hört euch mal vor, die werden einfach aware. Die, stell dir mal vor, die KI wird einfach aware, dass sie sehr oft schon hier war oder so. Das wäre interessant. Je öfter du das Spiel neu startest, desto mehr wissen die KIs, dass es weitergeht und so. Oder was passiert. Sammy, ungefähr wie bei Undertale, dass es auch weiß, dass du schon mal da warst oder so. Ist ja auch insane, meiner Meinung nach. So, dann gehen wir zur Spur. Jetzt müssen wir bloß warten, bis sie wieder da ist. Wollen wir das einsacken? Können wir hier hinten noch die Spur einsacken? Pause wir so eine Weile, bis sie da ist. So. Oh, du warst schneller da als gedacht. Ah, nee, doch noch nicht ganz. Reicht zeitlich. So, na dann. Oh, hey. Die Spur ist wie Spawn. Wie oft sie auch schon von diesem Großjagdras angefallen worden ist. Ich habe genug Kentai gesehen, damit ich weiß, dass es nicht gut ist, was hier passiert. Werd doch nicht langsam. Ich finde es auch interessant, dass der Charakter einfach langsamer wird. Das ist auch super. Er sprintet sie richtig schnell und dann so, ach nee, kein Bock mehr. Wunderschön. So, machen wir gleich mal Bekanntschaft. Der schon. Guten Tag, liebe Anja, der schon eine Zweierkiste hat. Habt ihr gesehen, wie er in der Luft gestrampelt ist? Auch interessant. Immer noch super. Obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht.
Der Schwanz schlägt wo ganz anders hin. Ich mag aber sein Schwert. Auch wenn ich die Waffe nicht mag, aber ich mag sein Schwert. Herzlich willkommen zu Logo Pointed, alle Szenenfehler aus Monster Hunter World da, nachdem man sowieso die Cutscenes 50 Mal gesehen hat. Logischer Fehler Nummer 1, die Titanic wäre nicht untergegangen, hätte das hier nicht aus Metall bestehen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Theme, das sich jetzt über diesen Stream hinauszieht. Aber hey, ich meine, guckt euch das an. Monster Hunter 3 Ultimate, der Jan Moran, der einfach im fucking Gestein war und der sich gegen das Boot gerammt hat und das Boot überlebt. Das musste erst 50 Mal dagegen rammen, hallo? Also bitte. Es hat sogar einen Bauchklatscher drauf gemacht und es überlebt. Man kann alles mit Eimer lösen. Man muss bloß das Wasser rausschöpfen. Hätte der Jan Moran auf dem Metallschiff einen Bauchklatsch gemacht? Dead. Ich sag's euch. Es ist eindeutig Design-Flaws. Mir fällt gerade ein, dass wir Greed von auch zu Ende spielen müssen. Machen wir noch. Ich brauche erstmal Videomaterial. Ihr seid am Leben. Ja, dank des Holzschiffes sind wir am Leben. Sollte mit den schlechten Titanic-Witzen aufhören. Wisst ihr, was wir machen? Wir schalten die nächste Mal die Synchro. Falls wir zusammen sterben sollten, schalten wir die Synchro auf Deutsch. Mal umschalten. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, ich spiele das Spiel durch mit der französischen Synchronisation. Oh boy. Kommandant. Erinnert mich wieder an den Kommentar bei Herbert. So, herzlich willkommen zum X-Bam Simulator, weil uns interessiert nicht, was der Kommandant uns sagt. Hui. Komm mit, ich zeig dir meinen Pool und so. Guck dir das an, das alles habe ich mit NFTs verdient. Das kannst du auch. Glaub mir. Es ist so traurig. Guck mal, warum kannst du sprinten und ich nicht? Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte, dass wir noch die schöne, langsame Movement-Bewegung der Frau sehen. Ein bisschen. Ja, ne? Kann man machen. Guck mal, wie viel alles hier aus Holz gebaut worden ist. Das mag ich zum Beispiel. So ein bisschen alt Carpenter-mäßig hier. Erstaunlich, dass die Treppe überhaupt. Unlucky für den Typen, der hier durchbricht. Seien wir mal ehrlich. Ich frage mich, wie viele Leute hier schon durch Treppensturz gestorben sind. Muss ja grauenvoll sein. Das ist die Schmiede. Hätte ich jetzt an diese Wärme und diesen fetten Hochofen nicht erkannt. Interessant auch, wie das aussieht. Eigentlich cool. So Leute, ich gehe da mal vor, ne? Guck mal, ich zeige euch, was es ist. So, hier hoch.
Und da ist das Paradies. Oh, das sieht so geil aus. Mori Klaas. Diese Katze, die auf diesem Bierfass saß, what the fuck? Vor allem, holy shit, ist dieses Fass riesig. Ich wusste, du schaffst das. Naja, die Katze wurde ja bloß von einem Sack getroffen. Es klingt ein bisschen falsch. Die Katze wurde von einem Sack getroffen. So, unsere erste Mission. Natürlich erstmal die Waffe auswählen, die wir spielen werden. Das ist unsere erste Mission. Die nächste Mission ist dann erstmal Yagras töten. Und danach kommen wir auch schon zum Großyagras. Und tatsächlich ist die Großyagras die Rüstung, mit der wir das Spiel spielen sollen. Ist natürlich sehr gut, dass die eine schlechte Feuerresistenz hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Großjagdrüstung eine schlechte Feuerresistenz hat, aber die Großjagdrüstung hat eine schlechte Feuerresistenz. Das ist natürlich sehr optimal, an den Anja vorbeizukommen.